nur noch mal eben die nächste Mine mitnehmen. Willkommen zurück zu Skyrim 2. Willkommen zurück zu Jedi Survivor. Ich wollte nur mal eben kurz auf dem Weg zum Grease, den wir wahrscheinlich hier treffen. Wo? Da, ne? Ne, Moment. Ach, keine Ahnung, irgendwo, so. Nur mal kurz in diese Mine reingehen und die Open World macht mich jetzt schon wieder fertig. Es ist immer das Gleiche. Oh. Cool. Sie hat extra ihre Fingernägel gemacht. Du bist ja ein Hübscher. Ja, ich wollte doch nur Rancor. Ja, cool. Juhu. Yo! Entschuldigung. Wieso immer ich? Und der sabbert auch noch. Ich will nicht. Ach so, ja klar. Lass dir einen Drücker geben. Nein, weich doch raus. Oh Gott, der Schaden. Und ich sag noch, ja, hoffentlich wird das immer mal schwer. Ja, man soll wirklich aufpassen, was man sich wünscht. Hat er Schwachstellen? Wahrscheinlich nicht. Ist einfach nur langsam. Das reicht mir ja schon. Okay. Oh, oh. Ja. Nein, nicht gut. Oh. Okay. Eldenring-Erfahrung. Greif doch endlich. Ja, nicht er. Ha, Lappen. Das wird ein First Try. Ich sag es. Ja, First Try, sag ich doch. Für ihn. Cool. Rate, was dich umgebracht hat. Okay. Ja, Controller, vibrier erstmal durch den Raum hier. Alter, war das nur... Nein, durch den Nestor... Hä? Achso, ja, okay. Na gut. Na, wartet ja schon. Ja, okay, das ist echt uncool. Achso, ich hätte springen müssen. Ah, hätte. Endlich mal ein Gegner hier. Endlich mal ein Gegner. Und da liegen meine Erfahrungspunkte rum. Gut, dass die kleinen Scheißsteine da mich nicht blocken. Das hat man ja schon mal gerne in... Au! Das hat man ja schon mal gerne in manchen Spielen. Do you even water, bro? Meine Leben kann ich wiederherstellen. Oh, oh. Ah! Die Stiefmutter. Moment, was? Stiefschwiegermutter, beides. Sag einfach mal irgendwelche Worte. Ah! Ah! Die Stiefmutter auch nur, wenn es sich um einen typischen Disney-Film handelt. Wie hat Disney was gegen Stiefmütter? Kann das sein? Weich doch aus! Guck mal, ich war jetzt in der letzten Folge bei Star Wars Legion. Warum gibt es bei Star Wars Legion eigentlich noch keine Rancoren? Nein! Warum? Ich dachte, ich hätte genug Leben. Oh. Wenn man durch seine Hässlichkeit besiegt wird. Jetzt aber. Moinsen. Fahrrad fahren, nur mit Lichtschwert. Erstmal schön wieder reinkommen. Nicht das! Mann, wir haben eine Angriffsserie zu viel. Hilfe! Okay, in meinen Augen sah das eigentlich so aus, als ob er mich getroffen hatte. So fair muss man sein. Das Spiel hat es leider anders gesehen. Oh, guck mal, drehen kann er sich. Das kann seinen Namen tanzen. Hierher, bitte! Euch doch aus! Nicht gut. Na, es gibt die Gruppenumarmung. Ja, und er frisst mich einfach komplett. Cool.
Das war ein Insta-Kill. Shit. Jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich aber ehrgeizig hier. Ja, muss man. So viel Zeit muss man sich nehmen. Au. Wir warten, mir gerade eine Stelle zu geben. Darf ich mal? Danke. Leben macht doch Ruhm. Den Ruhm verliere ich gerade. Zu gierig. Heile mit Eile. Hab ich denn? Nee, nicht. Au. Stimmt, hierher. Lichtschwert hat mehr Schaden gedrückt. Shit! Muss ich mir doch wieder die Geduld wieder einprügeln? Na gut. Der Feind aller Dark Souls-Bosse. Die Geduld. Aber ach, come on. Einfach die Geduld auspacken. Der mächtigste aller Skills. Ich will hier mal den Hürzel bearbeiten. Da komm. Da komm. Eslisch. Spring! Nee, bitte. Und irgendwie, ne, dass jeder so seine spezielle Ausweichrichtung hat. Ich bin so ein typischer Nach-Rechts-Ausweicher. Soll heißen, ich gehe halt immer hier so, also rechts um ihn rum. Dann wahrscheinlich auch Leute, die nach links ausweichen, I don't know. Da hat, glaube ich, jeder seine Vorlieben. Ciao. Muss mal eben kurz meine Leuchtreklame hier mitnehmen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Easy peasy. So, ciao. Do you even rank up, bro? So. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ausweichen, 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 ausweichen. Hulk Smash. So, der Greed. Jawohl, der Greed. Ah, easy. Und wieder ein richtiger, nicer. Try. Ihr kennt mich doch. Jetzt wissen wir, was die Prospektoren getötet hat. Ganz genau. Warte, bis dieses Lichtschwert. Und sowas mitten in der Nachbarschaft. Das war eigentlich einer von den Prospektoren. Es gab nur ein kleines Missverständnis. Taktischer Leitfaden. So, Rancor. Das ist auch immer cool, dass du einen taktischen Leitfaden bekommst, wenn du gegen die schon gekämpft hast. Extrem stark, aber langsam. Sei geduldig und warte auf Gelegenheiten. Ha, habe ich es nicht gesagt. Blocken und parieren sind weniger effektiv. Ja, habe ich auch nicht vorgehabt. Rancor sollte man ausmanövrieren. Zuletzt begegnet Kobo durch Nestelgrotte. Rancors bewohnen die dunklen Orte der Galaxis, oft der Gnade derjenigen ausgeliefert, die ebenso dunkle Herzen haben. Das habe ich aber in Book of Boba Fett anders gelernt. Der Rancor ist eine große, blutrünstige Bestie, der man am besten aus dem Weg geht. Ist der Kampf aber unvermeidlich, sollten Krieger sich vor dem Stampfen seiner Gliedmaßen, seinem gefräßigen Maul und seiner nahezu undurchdringlichen Haut hüten. Naja, undurchdringlich ist relativ. Der macht jetzt erstmal ein leichtes Schläfchen. Schönheitsschlaf. Boah, da kann er jetzt mal 3 Milliarden Jahre durchpennen. Ja, ich bin schon wieder gemein, ich weiß. Ich weiß. Zertrümmern. Hä? Neuen Bonus erhalten? Okay. Was ist denn das? Bonus erhalten! Du hast einen Bonus entdeckt. Wenn ihr das jetzt nochmal sagt, raste ich aus. Im Spiel gibt es verschiedene Arten von Boni. Und sie können deine Spielweise nachhaltig beeinflussen. Aha. Weiter. Bonus-Slots.
Schlotz. Du hast zu Beginn 3 verfügbare Bonus-Slots. Du kannst im Laufe des Spiels weitere Slots freischalten. Besonders mächtige Boni erfordern möglicherweise mehrere Slots. Bonus hinzufügen. Boni können... Ah, Entschuldigung, der Kaffee. You know, aktuell ausgerüstete Boni können an Meditationspunkten verwaltet werden. Aha. Meditationspunkten. Als hätte ich's geahnt. Na gut. So, dann erstmal hier schön in einer Mine aufgeräumt. Halten wir einen Moment an. Schauen wir uns das doch mal kurz an. Die durchnässte Grotte. Boni. Zertrümmern. Blockanzeige. Schaden. Angriffe sind effektiver darin, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Cool. Oh, da gibt's tatsächlich einige Boni. 2 von 3 Slots in Benutzung. Schön mit einem K am Ende. Ein Punkt zum Ausgeben. Genau, das mache ich mal. 2 Schwerter. Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du Y loslässt. Das fand ich interessant. Kann ich alles nicht mitnehmen. Cool. Widerstandscraft. Fortgeschrittenes Überleben. Braucht alle. Und alle 2. Na gut. So, das habe ich immer noch verlernt. Telekinese. Zwillingsmagnet. Radialschub. Der gute Radialschub. Drücke RT und Y, um Schub einen weiten Bereich einzusetzen, sodass mehr Gegner ins Wanken geraten. Ja, gut, okay, komm, ich gehe erstmal auf Lichtschwert. So, dann, nehmen wir Doppelorbit, das ist natürlich auch cool. Wo komme ich da nochmal hin? Schulsprung habe ich gemacht. Drücke Y erneut, um einen zweiten Lichtschwert. Oh, das finde ich auch cool. Also am Anfang so, ja, Doppelklinge mag ich nicht. Jetzt spielt ihr die ganze Zeit, ja. Fähigkeiten, bla. So. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Mine hier schon durchgeguckt habe. Deswegen laufe ich mal zurück. Achso, wobei ich denke, hier gibt's auch nicht mehr. Oh, da habe ich noch was verpasst. Links, rechts, geradeaus. Da kann ich rüber, dann da. Okay, oder kann ich da so hinspringen? Ah, knapp. Easy. Ja. Ah. Hä? Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich eine Orientierung wie eine Bockwurst habe? Hä? Ach so, er kann einfach durch. Ich dachte mir so, hä? Na gut. Alle eben seltsamen Helm, lass mich nur Helme kurz haben. Durchatmen. Es muss ihre seltsamen Helme. Irgendwo. Der ist schon länger hier. Ich glaube, die vielleicht einer der verschollenen Prospektoren. Der. Okay, da steht zwar tot. Ja, egal. Eine Forscherin war nach dem Einsturz eines Tunnels unten in der Höhle gefangen. Sie wanderte tagelang umher, bevor sie ihrem Durst und ihrer Erschöpfung erlag. Okay. Naja, ich habe mich erst seit 3 Minuten hier drin verlaufen, aber who's judging? Darwin, bist du's? Au! Ciao. Au, ciao. Schön erstmal einen Rancor gelegt. Fand ich eigentlich ganz cool hier bei The Book of Boba Fett, wo er dann da später den Rancor hat. Weil ich mir dann auch denke, so bei so einem Reittier bist du ja dementsprechend auch, naja, ne, du sitzt da oben drauf, kannst relativ wenig machen, würde ich halt sagen. Und alle können dich da schön mit Feuer entdecken. Denn da oben ist ja halt nicht so viel Deckung. Sicht eher so, naja, aber aus filmischer Sicht dann schon. Oh, ich habe einen Shiny gefunden. Ich
Ich frage mich eigentlich immer noch, ob man die irgendwie als biologisches Motorrad einsetzen kann. Keine Ahnung. Vielleicht dehnt er auch später. So, komm, wir gehen jetzt endlich mal zum Grease. Lass mal hier in die Siedlung gehen. Erst meditieren. Eins nach dem anderen. So, schmoinsen. Du bist zurück. Und? Was hast du gefunden? Hab den Rancor, der in den Minen lauerte, ausgeschaltet. Prospektoren habe ich aber keine gefunden. Hä, okay, klar, lügt doch nicht. Ich fasse zusammen. Kein Rancor, keine Überlebenden, keine Konkurrenz. Das Priorit wartet nur auf mich. Die Prospektoren waren dir völlig egal, oder? Du wolltest nur das Priorit. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Und jetzt gehört diese Mine mir allein. Sei vorsichtig. Wer weiß, vielleicht ist da unten noch ein Rancor. Du willst mich nur aufziehen, oder? Oder? Boah. Hier ist der Vorschlaghammer, von dem ich vorher gesprochen hatte. Oh, ich habe leider kurz mein Lichtschwert fallen gelassen. Oh, es ist leider durch irgendjemanden durchgefallen. Hoppala, das tut mir leid. Geschafft. Außenposten, ja. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß ich, wo die anderen sind. Zia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Die gute alte Marin. Was denn? Ach, guck mal, Leute, wir können entweder dahin, wo ich hin soll, oder ich guck mir das hier alles an. Ich gehe erstmal zum Grease, bevor ich das jetzt in 3 Wochen erst schaffe. Fünf Wochen nicht richtig gelüftet. Und der Schimmel bringt selbst den Müll raus. Was ist denn hier passiert? Muss das so? Na, auch nichts gegen machen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen so, als wäre ich in den falschen Film reingelaufen. Ist wahrscheinlich auch so. Ja, genau. Und erstmal an der Kante kleben bleiben. Aha. Tür. Ich finde das auch so gut, wie viele Leute hier rumlaufen. Oh, da haben wir wieder Priorit. Priorit. Wieder rein. Und wenn ja, warum nicht? Achso, jetzt muss ich hier irgendwie Dächer springen. Oh, die sehen unfreundlich aus. Ah, cool. Schön, dass man so einen automatischen Türöffner hat. Aber eigentlich möchte ich kurz zu diesem Gebäude hier rüber. Hä? Okay. Gehirn sagt gerade, guck mal nach einem Tunnel. Because... Anders denke ich nicht, dass ich da reinkomme. Okay, ja gut. Dann geht das wahrscheinlich eher so. Oder komme ich irgendwie anders rein? Tja, eigentlich könntest du das ja mit der Macht zu dir ziehen, aber hey, who's... Okay, ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Warte mal, ich gehe nur mal ganz kurz schauen. Nur mal ganz kurz. Okay. Ich fühle mich so leicht beobachtet von den Dingern. Nicht hier in China oder was? Kann ich denn... Ja, hier ist einfach nichts. Oder es gibt irgendwo anders einen Schalter. Dinge zerstören geht leider auch nicht. Okay. Na gut. Was haben wir denn hier? So.
Die Dinger kennen wir noch aus Fallen Order. Und wenn dann einfach mal nicht die Tür aufgeht, dann habe ich immer noch irgendwas vergessen. Schade. Oh, finde ich aber cool, dass man jetzt hier auch mehr zum Rätseln hat. So, kann ich da irgendwas tun? Greifen die mich an? Nee. Na gut. Zerstören darf ich die auch nicht. Ich denke, es fühlt sich hier der ein oder andere leicht bedroht durch die übrigen. So, warum ist da kein Strom drauf, Kollege? Currently out of order. Out of order. Ich. Ja, cool. Wie komme ich denn. Wie? Guck mal, da ist ja Strom, ne? Keine Ahnung, werde ich rausfinden. Kann ich irgendwas machen? Nein. Dann hat hier jemand den goldenen Würfel platziert. Oh, der hat's auch hinter sich. Tja, irgendwo muss der Strom herkommen. Mist. Aber der Strom kommt doch immer aus der Steckdose. Ich auch nicht rein. Aha, was ist da? Da sieht mir so aus wie Grease Kantine. Vielleicht kann ich auch hier nochmal eben rein. Nein, natürlich nicht. Ah, hoppala, mein Gott. Kaffee wieder. Na gut, gehen wir erstmal. Jo. Ist schon wieder, ist schon wieder Mittwoch. Nein. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das. Wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht. Das war so der echte. Tja, schade. Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Ciao. Genug. Geht einfach. Wie er da weggehüpft ist, okay. So, dann hüpfen wir mal eine Runde. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Zeigt unserem Freund das. So, Kollege Zeig. Dann zeig mir mal, wie das geht. Ah gut, okay. Ah, der kann. Oh, eventuell kann er ein bisschen was. Au. Ah, dieses. Okay. Das ist der Nachteil bei dem Doppellichtschwert. Daneben. Aua. Okay, doch nicht. Schade. Yes. Du kannst mich nicht treffen. Kann ich wohl. Hab ich gerade. Bis dann. Du bist schnell, oder was? Zu langsam, Lady. Ach. Ich würde mich eigentlich mit deinem Boss unterhalten wollen, aber der steht natürlich wieder nur seine Lappen vor. Ciao. So. Wenn ihr noch geil, wie hat er sich denn jetzt angeschlichen? Dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen. Nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen.
Bring ich dich jetzt um oder später? Edler Jedi-Ritter, wenn Sie Ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen. Wir sehen uns. Schön nochmal das Lichtschwert hinterher werfen. Das ist er, Dummer! Das ist der Held, der sich gegen die Bandleader gewehrt okay. hat! Ah, mein Retter! Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Glaubt sie, dass ich sie verarscht habe? Oder... Ja, Kerl, ja, ja, klar. Ja, ja. Moin. Die Prospektoren von Kobo. Kobo ist relativ reich an natürlichen Mineralien und zudem von archäologischem Interesse und hat darum in den letzten Jahrzehnten immer wieder Prospektoren angelockt. Die guten alten Prospekte. Nicht alle von ihnen sind geblieben oder haben überlebt, aber die übrigen führen ein bescheidenes Leben und sind ständig auf der Suche, um es zu behalten. Naja, bescheiden ist so eine Sache. Vor allem, wenn du die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten angegriffen wirst. So, da haben wir den Cyborg der Folge. Der Gendai oder Gendai Ravis ist der Anführer der Bedlam Raiders. Er befiehlt seinem Leutnant Turgle zu töten, nachdem dieser ihm einen falschen Schlüssel verkauft hatte. Das macht man auch nicht. Oh, Kerl, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Und diese geschmeidige Bewegung, unglaublich. Wo hast du das gelernt? Hatten wir uns nicht geeinigt, nicht darüber zu reden? Oh, ja, richtig, natürlich. Aber könntest du mir trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht, dass du dich selbst verletzt. Aber Doma sagt, das kann ich am besten. Ach so, über eine Klippe fliegen kann ich dir zeigen. Das ist gar kein Thema. Ich bin wirklich beschäftigt, Kerl. Vielleicht später. So richtig geil. Er kann so richtig so schön um so eine Ecke rumgucken. Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. Mach ich. Das erste, was mir einfällt, wenn ich die sehe, ist Nilpferd. Das tut mir ein kleines bisschen leid, aber was soll ich machen? Ist der Laden jetzt offen oder geschlossen? Ich weiß nicht, was. Komm ich hier rein? Nee, ne? Okay. Tja, dann erstmal zum Grease. Der wird uns gleich erstmal die Schnitzel von der Backe labern, aber das ist auch okay. In der Ecke lungernd, Cage. Ganz geheimnisvoll. Das größte Geheimnis ist, wie man in der Öffentlichkeit so einen Hut tragen kann. Was, Moment? Ihr Kopf sieht damit aus wie ein Servierteller. Moment, was? Was ist denn das? Okay. Ah, das bin ich nach Weihnachten. Was? Mit Guido. Wow. Du hast ja viel zu sagen. Okay. Na komm. Tür aufmachen. Peluns Saloons. Tada. Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Au! Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft vertikal ist beschränkt. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, BD? Ah. Moment. Oh,
Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Wie hast du mich genannt? Vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grace. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Komm sofort! Willkommen in Pylon Saloon! Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier was zum Runterspülen! Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nach Jo. Nun, naja. Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen. Von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Ach klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh. Wir waren auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Maren ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. Was? Danke, Grace. Da bewahrt er die wertvollen Pflanzen auf. So, das meinte er also mit vertikal beschränkt. Das ist natürlich eine... die Umschreibung ist einfach nur nice. So, Grease Dritus. Ehemaliger Captain der Stinger Mantis ist der Besitzer von Pylon Saloon. Warum heißt eigentlich nicht Dritus Saloon oder Grease Saloon? Keine Ahnung. Einer verschlafenen Kantina im Außenposten von Rambler's Reach auf Kobo. Ja, the more you know. Oh, da haben wir noch einen Eintrag zu Jero Tapal. Und, M6NK Monk. Monk ist der Droiden-Barkeeper in Pylon Saloon und Grease Geschäftspartner. Mit Hilfe seines Mit Hilfe seines enzyklopädischen Wissens über Getränke behält er die Unruhestifter unter Kontrolle. Aha, das ist interessant. Genau, die haben wir noch getroffen. Die haben allerdings immer noch keinen Chocobo gegeben. Unmöglich. Ach krass, hier sind ja echt noch. Okay. Saw Gerrera, aha, aha. Aha, sieht man den auch irgendwann mal ohne Rüstung irgendwie? Der hat immer genau diese Rüstung an, aber wenn die dementsprechend gut ist, ja gut, soll halt so sein. Tage. A und B Hörnchen, Coruscant, und so weiter und so fort. So, dann hatte ich das für einen sehr, sehr guten Moment, und werde die Gelegenheit ergreifen, hier mal einen Cut zu machen. Ich will mir alles angucken. Genau, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. So, dann bis dahin, Ringe und Wiederschauen. Ciao, ciao. Ist das IG88 und bis denne.